kriege gerade einen Anruf auf meinem Handy. Ich nehme an, das ist die Telekom. Telekom ruft dich auf dein Handy an? Ja. Ich gehe aber jetzt nicht hin, ich soll mal auf dem Anrufbeantworter sprechen. Wir haben erst am Donnerstag einen Termin. Ich soll mal auf die Mailbox sprechen. Du musst dafür sorgen, dass Untote tot sind. Ja gut, du musst halt fünfmal umbringen, musst ihnen den Kopf abreißen und verbrennen und dann, ja, können sie vielleicht tot bleiben. Du hast vergessen, dass man noch fünf Vaterunser beten muss. Ah ja, genau. Und am besten noch ein Eimer Weihwasser drüber schütten. Das ist mal eine schön stupide Quest. Einfach mal 20 Diener der Geißel töten. Egal was, Hauptsache, es ist untot. Ein grünes Epic. Ein grünes Epic. Ja. Ich, wenn ich ein Droide, wenn ich als Heildroide in Bären gestalte, habe ich nur eine Fähigkeit. Müsstest ein bisschen mehr haben. Okay, also ich bin fertig. Ich brauch noch 4. Nee, ich bin auch fertig. Ich warte dann mal bei den Tassarian. Ja, da gibt ihr dieses tolle Trinket hier. So. Chrissy, hast du schon abgegeben deine Quest oder? Ich bin gerade auf dem Weg. Okay. So, während ihr noch unterwegs seid, ich bin mal fix. So. Okay. Viel Erfolg. Hey, wenn die mir heute mein Internetanschluss hätten machen wollen, dann reiße ich denen so den Schädel ab. Erst hat's geheißen, ich krieg's am 10. Dann hat's geheißen, ja, den Termin können wir nicht machen, am 16. kommt wer. Zwischen 12 und 18 Uhr. Sehr genau. Ja. Wenn
jetzt heute irgendein Scheiß kommt, ja, heute hätte jemand Zeit gehabt, Pech gehabt, dann steige denen so aufs Dach. Weil sie meinten auch noch, ja, ich soll mir den Termin auf jeden Fall frei halten, ne, und so. Hat gesagt, ja, ich kann ja spontan Mittagspause machen, ich bin 10 Minuten weg von zu Hause. Ja, dann. Ja, aber halt am Donnerstag und nicht heute, weil heute bin ich bei meinen Eltern, sonst könnte ich jetzt nicht was mit euch machen. Weil wir haben ja heute frei. Bibi. So. Bibi. Dann holen wir mal unsere drei Rollen. Wir haben doch schon drei Rollen. Henkeiler Idee. Wenn man es so sieht, aber die können wir beim Tassarian nicht abgeben. Ah. Ach, ich würde meine Rolle gern abgeben. Bist mit deinem Hexer heilen oder was? So sieht's aus. Ich bewerfe euch alle mit Kieselstein. Kannst du ja mit Verbänden durch die Gruppe rennen. Ich hab einen 26.000er Crit auf das Netzdingens gemacht, weil es Level 1 ist. Crush-Mechanik FTW. So. Geht doch. Geht doch. Wir wollen eure Rollen. Schläft er? Das Objekt ist beschäftigt. Wie kann ein Objekt beschäftigt sein? What the fuck, Boots? I'm making my taxes. Let's eat some pizza! I hate my life. Die Pizza-Time-Folge hatten wir doch schon. Nö, kennst den Jungen nicht? Muss ich ja mal einen Link schicken, das ist bloß so ein 7-Sekunden-Video. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo auf Facebook gesehen, aber hab's nicht genau angeschaut. Das ist ein Kind, das freut sich halt voll auf Pizza essen und läuft halt dann voll gegen so eine Glastür. Ja, ich glaube, das kenne ich. So geil. Oh. So, dann mal rauf auf die große böse Nekropole. Früher musste man da den Teleporter benutzen, der da unten in dem Kaff steht. Dann kommt man da rein, dann musste man von dort aus noch einen Teleporter benutzen, dann ist man oben auf der Nekropole gestanden. Heute kann man da einfach rauffliegen. Ja, das Wunder der Technik. Moderne Nachtelfentechnologie. Hallo Tassarian, mach mal. Die Quest war früher mal sau schwer. Alleine zumindest. Machbar, aber schwer. Jetzt sorgen wir noch für die richtige. Für das richtige Feeling. Ja. Hat das hier überhaupt einen Effekt hier, das Totem? Sieht nicht so aus. Freilich. Ich sehe es nicht. Für mich schon.
Ach, die Loran-Schwingen kann ich immer noch... Oh, aber ich kann die brennende Klinge benutzen, das ist cool. Da springt er schon wieder rum mit seinem Auge. Das Abbild des Lichtkönigs hat gerade mal 7000 Leben. Der ist ja voll der Noob. Der Prinz Valana, der schäbige Elfenabschaum. Redet schneller. Ja, und jetzt? Oh, jetzt. Ich habe hier noch drei Questknoten auf der Karte. Wo wollen wir hin? Toschles Station, Bernsteinflöt oder unten Strand der Peitschennarbe. Alles bloß nicht dieses scheiß Flughafendingens da oben. Ja, dann... Mach mal einen Strand der Peitschennarbe. Gibt's auch noch ein paar schöne Quests. Hey, noch 30%. Ich brauche noch 11. Da geht einem dann bei solchen Aktionen wieder das schnelle Fliegen ab. Ja. Ach, ich nutze die Zeit immer, um mir irgendwelche Sets anzugucken. Ja, du und deine T-Sets immer. Die hatten wir ja auch schon mal in einer Folge. Ja, da bin ich über die Hand das jetzt hergezogen. Hauptsächlich. Ja, ich hab die ganze Folge nach dem benannt, was du da rumgelabert hast. Tut mir leid, die Sets sehen einfach scheiße aus. Tja. Ich schaue jetzt die 18 vom Hunter an. Das ist doch ein Witz. Jäger hatte halt noch keine schönen T-Sets. Bei jeder Klasse ist mindestens ein schönes dabei, nur beim Jäger nicht. Ja, weil Jäger einfach Opfer sind.
Jäger in deinem Team können den Gegner ärgern, sie können aber auch ganz schnell dich ärgern. Okay, weiter geht's. Dieser Strand erinnert mich daran, als ich am ersten Tag vom WOTLK-Release hier gestanden habe und mir gedacht habe, scheiße, ist das überfarmt hier. Der Mob da hinten in der Höhle, den wir jetzt dann nachher gleich killen müssen, der war, glaube ich, vom Release an ziemlich genau eine Minute am Leben. Danach war er dauertot. Begleiter kritten, Mann. Jetzt beschwerst du dich schon, dass dein Begleiter krittet? Ja, weil ich einen stabilen Funken verloren habe, den ich mir wiederholen wollte. Es reicht immer genau Chaosblitz und einmal Schattenbrand und dann verliere ich keinen Funken dabei. Deine Pyrolyse müsstest du ja mittlerweile haben, oder? Ja. Dann? Du bist jetzt Level 70, GZ. Danke. Ach, die Quest ist schon fertig. Ich töte und töte und töte. Es fällt dir ja sehr früh auf. Ja, ich weiß nicht, ich war jetzt gerade so im Blutrausch. Der Chrissy im Blutrausch, dem will man nicht begegnen. Mit so blutunterlaufenen Augen. Laufend. Stampfend. Der Mob hier. Ich weiß nicht, wie lange der am ersten Tag insgesamt am Leben war, aber ich glaube 5 Minuten hat er nicht auf die Uhr gebracht. Der war 3. Ja, die Leute mussten ja immerhin noch hinquesten, ne? Ja. Das waren die 5 Minuten, die es gedauert hat, bis der erste hier war. Hast du was Interessantes? Ja, der hat einen netten Ring. Geben wir zwar 3 Bonusrüstung drauf, aber egal. Yay, Level 70. Ich habe meinen unermüdlichen Verteidiger. Wollten wir nicht noch ein paar Instanzen machen? Ja, sobald Chrissy Level 70 ist, legen wir damit los. Alles. Beziehungsweise, wenn wir die Questreihe fertig haben, der wird dann in die ist eh schon 70. Früher musste man das Ganze hier auch komplett zu Fuß gehen. Da hatten die Frostritter, die Todesritter und die Schamanen definitiv einen gewaltigen Vorteil. Ja, weißt du, wie ich mich da mit meinem Schami gefreut habe über mein Wasserwandeln? War aber damals auch witzig, da durfte man sich durch den ganzen Tempel durchkämpfen, das hatte schon irgendwo was. Ja klar, aber du konntest dann irgendwo hoch. Hm. Jetzt fliegst du einfach rein, das ist Loch und... So. 3 Zergluten und wieder zurück. Ach ja. Du hättest jetzt beinahe den Dreizack vergessen. Ja. Das wäre bitter gewesen. Der
wäre der Klassiker-Counter wieder eins nach oben gegangen.